Hallo zusammen. Die meisten Seeforellenfischer sind Perlmutterspangen wahrscheinlich gut bekannt. Perlmuttertropfen wahrscheinlich noch nie so. Was es auf sich hat mit diesen Tröpfen, wieso und warum, das zeige ich heute in diesem Film. Die Tropfenfischerei die hat eigentlich in der Schweiz an einigen Gewässern schon eine längere Tradition, wo das seit vielen Jahren ausgeübt wird. Als ich verschliffen habe, vor mehreren Jahren, habe ich ziemlich schnell einmal Anfragen bekommen, ob ich deren auch herstellen kann. Ich habe das hergestellt, nach Massvorgaben, die mir die Fischer gesagt haben. Habe dann aber schlussendlich nichts mehr gehört. Ja, mir ist auch aufgefallen, dass das immer geheim gehalten wird, die Tropfen. Und habe aber immer wieder in den letzten Jahren Fangmeldungen bekommen, die ja doch ziemlich verblüffend gewesen sind. Es waren mehrere 90 cm plus Forellen dabei gewesen. Und das ist doch sehr, sehr selten, dass überhaupt so grosse Forellen gefangen werden. Und die meisten, die ich kenne, sind auf Tröpfen gefangen worden. Und das hat mich dann schon sehr stutzig gemacht. Kann ja eigentlich kein Zufall sein, weil ich sage, es sind ja so viele normale Spangen auf dem Markt, also im Verhältnis wird viel, viel mehr mit normalen Spangen gefischt als mit Tröpfen. Und dass dann die Fangmeldung von diesen Tröpfen kommt, das hat mir den Kopf zugelassen und gesagt, so, jetzt will ich das auch probieren. Was sind die wichtigsten Voraussetzungen, dass man überhaupt mit Tröpfen fischen kann? Das ist ganz klar, das ist das langsame Fahren. Also die Tropfen laufen vom Bereich 1,5-2 Stundenkilometer, aber maximal bis 3 Stundenkilometer. Die kleineren kann man etwas schneller fahren, also bis gut 3 und die grösseren 12 cm, dort hört es wirklich wie etwa 2,6, 2,7 hört es dort auf. Also man muss ein Boot haben, wo man so langsame Geschwindigkeiten überhaupt fahren kann. Ja, was passiert, wenn man schneller fährt? Also bei den meisten etwa ab 3 Stundenkilometer, bei den grösseren etwas früher, dann fangen sie an zu rotieren. Und sie drehen im Wasser und das ist nicht das, was man will. Wenn sie so gerade an der Kippe sind, dann machen sie etwa mal eine Drehung und dann schlägt es wieder links rechts. Dann ist das in meinen Augen sehr ein gutes Laufverhalten für die Fischerei. Aber komplett zu drehen, das darf nicht sein. Da. Also es ist sehr wichtig, dass man weiss, wie schnell dass man unterwegs ist. Und was muss man alles machen, dass man auf eine Geschwindigkeit von 3 Stundenkilometer? Weil jedes Boot hat eigentlich also seine Standgasgeschwindigkeit und das liegt sehr unterschiedlich. Meistens ist es aber schneller als die 3 Stundenkilometer. Die einfachste Variante ist natürlich, wenn ein Boot einen neueren Motor hat. Yamaha oder Honda, die haben Hydraulikfunktionen drin und die kann man die Tourenzahl speziell abregeln. Das hat auch mein Boot da. Das sieht das aus. Mit Control kann man da auf die Trollmode gehen. Und dann kann ich da mit dieser Taste 50 Umdrehungen schneller. Jetzt hat er auf 57 gewechselt. Nein, ist 800. Und so kann ich das auch wieder abschalten. Geht bei dem 200 PS maximal bis auf 650 runter. Noch einmal runter. Ja, langsamer kann ich da auch nicht. Aber mit 650 Umdrehungen, da passt es eigentlich sehr gut. Da bin ich gerade etwa auf 2,6 bis 2,8 Stundenkilometer. Ja, da gibt es natürlich weitere Tricks. Die schnell sind, wenn ich jetzt ein bisschen Rückenwind habe, dann bin ich auch fast ein bisschen schnell. Dann muss ich schauen, dass ich genug Most tanken kann. Da habe ich einen grossen Tank, das macht viel aus. Im Notfall will ich noch den Fischkasten auffüllen. Und dann bin ich sicher immer unter 3 Stundenkilometer. Was man auch noch versuchen kann, über das Trimmen des Motors, welche Stellung das der hinten hat, also ein bisschen mehr zum Wasser oder ein bisschen weiter runter. Das macht auch noch etwa bis 0,2, 0,3 aus, je nach Stellung, die man hat. Bei vielen grossen Motoren sicher die wichtigste Voraussetzung, dass man eine Trimklappe hat. Also mit 200 PS Motor ohne Trimklappe würde es gar nicht funktionieren.
Also eine Trimklappe, da funktioniert wirklich super. Die kann man hinten dran schrauben. Da ist eine Klappe mit einer starken Feder dran. Sobald ich Gas gebe, klappt sie auf. Und wenn ich mit dem Gas runtergehe, dann kommt sie wieder runter und tut die Geschwindigkeit so drosseln. Da sieht man jetzt die Trollingklappe. Die ist hinten an der Schraube montiert. Die hat eine Feder drin. Und sobald ich Gas gebe, klappt sie auf vom Druck. Den ganzen Gang rauf. Und ich also im oberen Bereich kein Geschwindigkeitsverlust, verliere gar nichts. Und im unteren Bereich ist er das einfach wesentlich langsamer. Eventuell muss man auch alles rauslassen: Brettchen, Seehunde, Tiefsee, dass man auf die gewünschte Geschwindigkeit kommt. Es gibt doch einen recht grossen Widerstand im Wasser und das Boot auch noch verlangsamen. Was ich sicher nicht empfehle, ist ein Driftsack. Ein Driftsack, ja, das passt einfach nicht zum Schleppen. Wenn man fischt, dann ist das sicher eine super Sache. Aber beim Schleppen, er kommt einem beim Weg beim Schnür rauslassen, er kommt einem beim Weg beim Einziehen. Ja, noch schlimmer, wenn man eine Forelle dran hat und gar keine freie Hand mehr zum Driftsack hinnehmen, dann kommt er auch in den Weg. Also ein Driftsack ist sicher nicht die optimale Lösung. Was sehr entscheidend ist, dass wir wissen, wie schnell dass wir wirklich fahren. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass wir eine GPS-Anzeige haben, am Echolot, dass wir genau wissen, wie schnell sind wir unterwegs. Die Anzeige, das stimmt nicht immer ganz, weil teilweise haben wir extreme Strömungen in den Gewässern. Und ja, ich habe schon mal gedacht, wieso rotiere ich jetzt da meine Tröpfe? Ich bin ja gar nicht schnell unterwegs. Das zeigt mir irgendwie 2,7 an und sie drehen. Ja, das ist einfach, weil in Gewässern hat man teilweise Strömungen bis 0,5 Stundenkilometer in eine Richtung. Das geht sehr häufig und das macht natürlich extrem viel aus. Das merkt man am besten, wenn man in eine Richtung fährt, also sagen wir mal, wenn es windstill ist, mit einer gewissen Tourenzahl und nachher noch 180 Grad umdrehen mit der gleichen Tourenzahl und dann sieht man auf dem Tacho, was das ausmacht. Und das kann so 0,5 bis 1 Stundenkilometer kann das ausmachen. Und das ist wichtig, dass man das im Griff hat, dass man wirklich weiss, wie schnell fährt man da. Ja, zur Kontrolle habe ich immer mal eine Spange, wo ich ins Wasser reinheben werde, beim Fahren. Und wenn ich genau weiss, dass die bis 2,9 gut läuft, und wenn ich sie hebe und sehe, sie läuft gut, dann ist okay. Und wenn sie dreht, dann muss ich schauen, ja, dann bin ich vielleicht ein bisschen schnell, habe ich ein bisschen Strömung. Also einfach so zur Kontrolle ist da eine gute Sache, wirklich mal einen Tropfen ins Wasser zu heben. Was man auch muss berücksichtigen, es ist sicher bei stärkerem Wind schwierig langsam zu fahren. Vor allem in die eine Richtung, wenn man den Wind von hinten hat. Auch das Drehen ist nicht ganz einfach bei langsamer Fahrt. Das kann schnell mal zu wenig Druck auf den Schnür sein von den Brettchen, dass es dort ein Geräusch gibt. Also das ist sicher schwieriger. Und ich schaue auch, wenn ich mit den Tropfen fische, dass ich eher an diesen Tagen fische, wo es ein bisschen weniger Wind hat. Jetzt wollte ich euch zeigen, auf was man achten muss bei Perlmuttröpfen. Also der Tropfen wird so montiert, also an der breiteren Stelle kommt die Hauptleine her und im schmäleren Bereich kommt der Haken her. Also so ein quasi verkehrt montiert. Durch die breite Schaufel nimmt viel Wasser auf und durch das schlägt der Tropfen im Wasser hin und her. Das sieht in der Zeitlupe eigentlich auch so aus. So schlägt er hin und her. Und das Laufverhalten ist wirklich monoton. Sehr monoton. Das monotone Verhalten, aber vor allem die grossen Druckwellen, die es macht, weil die Wege ziemlich gross sind vom Ausschlagen, das ist das, was die Fische anspricht. Von der Form her ist wichtig, dass die Breite mit der Länge wieder stimmt, also dass er nicht zu breit, nicht zu schmal ist, dass das so funktioniert. Was auch sehr wichtig ist, Beugung. Er darf wirklich nur eine leichte Beugung haben. Wenn sie zu fest gebogen ist, dann gibt es ein
ein unkontrolliertes Laufen. Die einen funktionieren noch, aber die anderen finden anfangen, sage jetzt, ausschlagen oder komisch ausschlagen, wie man es eigentlich gerne von einer Spangle hat. Aber das verfällt in meinen Augen eigentlich die Tropfenwirkung, weil es kommt dann eher wieder gegen das Laufverhalten von einer Spangle. Und ich glaube, was Tropfen erfolgreich ist das monotone, hohe Druckwellen erzeugen. Das ist das, was funktioniert. Also, nur leicht bogen, etwa so. Sie dürfen auch nicht zu flach sein, wenn sie pfeifengerad sind, funktioniert es schlecht. Etwa in diesem Radius, das ist perfekt. Von der Flanke her, ich habe hier noch einen anderen Tropfen. Ich habe hier lange herum experimentiert. Zuerst habe ich die hergestellt, dann eine Zeit lang habe ich die hergestellt. Jetzt mache ich wieder von denen. Es ist vom Laufverhalten her eigentlich genau das Gleiche. Wichtig ist, dass die Schaufelbreite stimmt. Und das andere ist eine Geschmackssache, was einem besser gefällt. Mir gefällt jetzt diese Form fast ein bisschen besser, einfischen mit denen. Aber ich habe auch viele Kunden gehabt, die haben lieber diese Form wollen. Und so, ja, tun wir jetzt eigentlich beides anbieten. Aber es hat vom Laufverhalten eigentlich keinen Unterschied gemacht. Was auch noch wesentlich ist, dass die Tröpfen gut laufen, das ist ihr Eigengewicht. Also, ich habe gerne dicke Spangen, aber wenn man die wirklich zu dick macht, dann werden sie zu schwer und dann laufen sie nicht mehr richtig. Wir tun heute bei der Produktion tun wir jeden Tropfen auf eine feine Waage stellen und haben dort eine genaue Toleranz, wenn wir sie schleifen müssen, dass wir das richtige Eigengewicht haben, weil sonst laufen sie nicht. Das ist in meinen Augen eines der wichtigsten Details. Von der Montage ist sehr wichtig der Haken. Der muss schwerer sein als bei einer normalen Spange. Also mit einem leichten Haken laufen sie nicht recht, er muss wirklich schwer sein. Was sich auch sehr gut eignet bei den Tröpfen sind Drilling, weil ja, sie muss ja nicht ausschlagen, es muss nur Gewicht davor hängen. Also mit einem Drilling kann man die sehr gut fischen, laufen sie in der Regel genau gleich gut wie mit einem Einerhaken. So, jetzt haben wir einmal einen Tropfen ins Wasser, dass man den Lauf sieht. Was man meint mit dem monotonen links und rechts schlagen. So, jetzt sieht man die typische Bewegung. Also vor allem der Hinterteil geht stark links und rechts. Das macht einen Weg von, ja, ich schätze, 10 bis 15 cm. Jetzt hat er mal gedreht. Wir sind gerade ein bisschen von der Geschwindigkeit an der Grenze. Wir haben da ziemlich strömig. Also jetzt sind wir gerade etwa bei 2,8, 2,9. Und etwa bei 2,9 oder 3 fährt er an zu drehen, das, was er jetzt gemacht hat. Wenn ich so ein Zettel, zwei langsamer fahre, dann ist es schön monoton, das links-rechts schlagen. Aber eben mal zwischendurch eine Drehung, da macht in meinen Augen überhaupt nichts. Im Gegenteil. Ja, jetzt sind wir wirklich an der Grenze. Aber so sieht man das links-rechts schlagen. Das ist das, was den Lauf eines Tropfen ausmacht. Wenn er jetzt mehr gebogen ist, dann fährt er irgendetwas anzumachen. Halt wirklich eher wie eine Spange. Sieht zwar nicht schlecht aus, aber die Ausschläge und die Druckwellen sind dann nicht mehr so hoch. Das war jetzt der Lauf von einem Tropfen mit eher breiteren Flanken. Also die alte ursprüngliche Tropfenform. Und jetzt tue ich noch einen ins Wasser mit einer schmäleren Flanke, Tropfenform. Und schauen, wie der läuft. Der läuft jetzt schön konstant. Auch ein bisschen schneller macht er links, rechts. Ausschlagen tut er etwa gleich. Aber das überschlägt er nicht. Ja, das macht es dann da, wenn man wieder ein bisschen schneller fährt. Aber das ist halt auch ein bisschen individuell von Tropfen zu Tropfen. Aber schlussendlich, es sieht im Wasser gleich aus vom Lauf her. Jade, meine Lieblingsfarbe, hat sich auch bei der Tropfenfischerei habe ich sehr guten Erfolg damit gehabt. Jetzt zeige ich euch mal das ganze Sortiment an Tropfen, was wir produzieren. Burgus, die hat einen schönen Schweif drin. Burgus sind schwierig zu produzieren, weil sie nicht zu rund sind. Und der Schneck, der ist ja extrem rund. Also da gibt es nur ganz wenige Stellen, wo man schöne
Tröpfchen daraus machen. Meistens haben sie nicht so viel Grün drin. Ja, weil das ist auch von der Produktion her sehr schwierig, dass man sie viel Grün machen kann. Dann hätten wir hier Goldlip. Die haben wir ganz blank. Da sind sie hier unten goldig und oben meistens hell. Oder so kombiniert mit noch etwas Kruste dran und dem schönen Braun hier. Das sind Smaragd. Wunderschön. Auch ganz schön auf der Rückseite. Da haben wir Tonix. Von der Muschelform her ist es ganz häufig, dass viele oben hell sind und im unteren Bereich dunkel. Es gibt natürlich auch komplett dunkle oder deren mit einem grossen Anteil weiss, aber im Schnitt sehen sie etwa so aus. Da haben wir einen schönen Schimmer drin. Dann haben wir Goldfisch. Turmalin. Das wäre jetzt wieder die schmale Flankenform. Dann haben wir die Rainbow Color. Schön hier der Pink-Anteil. Die sind recht schwierig zu machen, weil die meisten Muscheln sind nicht so gross. Also das heisst, sie sind meistens zu festgebogen. Da müssen wir einmal ziemlich raussuchen, dass wir eine finden, die ein bisschen flach ist. Und zu guter Letzt noch die Jade. Die Jade, das ist die Muschel, die unter UV-Licht extrem leuchtet. Ich weiss nicht, ob sie wegen dem so gut fangen. Aber die Tatsache ist, dass die wirklich extrem gut leuchten. Für die Produktion von diesen Tropfen, Perlmuttropfen, eignen sich vor allem sehr gut die Austernmuscheln. Aus denen machen wir Tonix, aus denen Goldlip. Die von der Jade sehen gleich aus, einfach in grün. Und die haben halt grundsätzlich schon mal die Form von einem Tropfen. Also nur eine leichte Beugung drin. Und da eignet sich das wirklich perfekt zum draus schleifen. Hier. Aber wir machen sie auch aus anderen Muscheln. Wie zum Beispiel die Abalonschale, die Goldfisch. Und da müssen wir halt wirklich, die haben halt immer eine grosse Krümmung. Also wenn ich jetzt die hier drauf habe, sieht man schon, die ist viel zu krumm. Da ging jetzt aus dieser nicht. Und da müssen wir wirklich grosse Schalen aus dem Bestand raussuchen, die geeignet sind, die einigermaßen flach sind, also nur eine leichte Krümmung haben, dass wir die Tropfen daraus machen können. Aber wie gesagt, wir haben es von Smaragd, Goldfisch, Rainbow, Turmalin und sogar aus der Burgus können wir Tropfen machen. Ja, was sind meine Erfahrungen zu dieser Tropfenfischerei? Seit gut einem Jahr produzieren wir die. Und ich habe mir dieses Jahr die Saison fest vorgenommen, das selber jetzt auch mal ausgiebig zu testen. Ja, die Saison hat so gut gestartet. Eigentlich durch bis in April. Ich hatte eine super Saison und ich habe es lange vor mir hergeschoben, meine erfolgreichen Spangen abzuhängen und etwas komplett Neues zu probieren. Es hat mich auch ein bisschen gewurmt, so langsam im Zeug rumzufahren, weil man irgendwie das Gefühl hat, man kommt nie nachher, man möchte zu wenig Strecke, man käme zu wenig Plätze her, an gute Stellen. Ja, und irgendwann habe ich dann im April gesagt,
Also ja, Fisch habe ich eh genug gefangen. Es spielt keine Rolle mehr, wenn ich nichts mehr fange. Überhaupt nicht. Die Saison ist für mich okay. Da habe ich auf die Tropfer umgestellt, komplett. Ich habe langsam mit dem Zeug rumtuckern. Ja, und es ist nicht lang gegangen. Also in der ersten ich habe am Nachmittag gefischt, da hatte ich nichts, einen schönen Biss. Und am anderen Morgen habe ich dann weiter gefischt. Also, ja, ich sage, ich habe noch nie einen Tag gefischt. Da hatte ich schon die ersten 60-plus-Forellen. Die Freude war riesengroß. Das war auf einer Onyx, der Teufi unten. Eine Woche später bin ich wieder gefischt. Da hatte ich wieder einen 60er. Dann bin ich wieder gefischt. Da hatte ich einmal keine. Dann bin ich wieder gefischt und dann hatte ich 62er. Also immer plus 60er Fisch. Also ich hatte vier Ausfahrten, vier 60er schlussendlich. Und dann muss ich sagen, ja, das ist ja mega. Also wirklich, ja. Was meine Erfahrung ist, es haben verschiedenste Tröpfe gefangen. Also es ist nicht so, wenn ich 12 Spangen draussen habe, dass vielleicht nur 2 super gut sind, 12 neue. Ich hatte 12 Tröpfe drauf. Und ich hatte es trotzdem noch 4 verschiedene. Und auch jetzt im Nachhinein, als ich mehr mit Tröpfen gefischt habe, habe ich gemerkt, es ist nicht so selektiv wie bei der Spangenfischerei. Klar gibt es vielleicht einen besseren und einen schlechteren Tropfen, aber ja, auf vielen verschiedenen Tröpfen habe ich Fisch gefangen. Also es ist viel weniger selektiv. Ja, schlussendlich habe ich dann auch gemerkt, meine Vorurteile von dem langsamen Fahren, dass das auch ein Vorteil sein kann. Weil in den Gewässern, wo ich fische, kenne ich die Spots eigentlich sehr genau, wo die Fische sind, wo ich auch immer wieder Erfolg habe. Und je langsamer dass man auf diesen Spot fahren kann, desto länger ist die Zeit natürlich, wo man in der heißen Zone ist. Und ja, ich habe dann gemerkt, das macht richtig Spass und habe auch wirklich eine gute Frequenz an Biss gehabt. Also das langsame Fahren, das ist nicht unbedingt ein Nachteil, es hat Vor- wie Nachteil. Eben, es ist etwas schwieriger zu manövrieren, das langsame Fahren. Es geht nicht bei allen Windverhältnissen, es ist ganz sicher, auf das muss man achten. Aber man kann die Spots schön langsam anfahren, umkreisen, wieder drehen. Man schiesst nicht so schnell darüber aus. Und ja, ich habe nachher auch im anderen Gewässern mit diesen Tropfen gefischt. Und musste feststellen, auch andere Fischsorten. Die anderen haben gut reagiert darauf. Die Saiblinge haben gut reagiert. Also, die fangen definitiv Fisch. Was es genau ist, das monotone Laufen, ich vermute, das sind die Druckwellen, die sie machen. Ja, es ist vielleicht auch etwas, kaum ein anderer Köder macht das. Kein Wobbler, kein. Es ist einfach ein abnormales Laufverhalten, kann man sagen. Das breite Hin- und Herschlagen, der weite Weg, den sie hinten machen. Und vielleicht, wahrscheinlich ist es einfach das, wo die Fische positiv darauf reagieren. Also ich werde es auf alle Fälle in der kommenden Saison viel ausgiebiger fischen, auch mal in der kalten Jahreszeit. Dort habe ich jetzt die Erfahrung noch nicht. Aber ich freue mich drauf. Es ist eine spannende Sache mit diesen Tröpfen.